Das werden seine vielen Fans vermissen. Präzision, Leidenschaft und die reine Lust am Spielen. Kaum jemand verkörpert diese Eigenschaften so wie Martin Grubinger. Aber wer hinter die Kulissen blickt, sieht auch die strapaziöse Seite. Martin Grubinger packt mit an. Er hat die ganze Musik im Kopf und er bringt sie schon bei der Probe mit Volldampf über die Rampe. Das ist nicht nur Musizieren, das ist Hochleistungssport für Körper und Geist. Und Grubinger hört alles. Maxi, du bist doch da beim Schrei immer dann zu spät. Deine Achtel, deine punktierte Achtel ist zu lang. Ja, der Einstieg ist zu spät. Er will aufhören, bevor das Niveau sinkt und stolz auf das Geleistete beim Schleswig-Holstein Musikfestival zurückblicken. Ich hatte hier die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die ich musikalisch unbedingt mal machen wollte. Ich konnte hier Programme spielen an den verschiedensten Orten, um es sozusagen zu verfeinern, zu verbessern und eine echte Exzellenz auch in meinem Spiel zu erreichen. Also ich habe hier Dinge gemacht, die ich nirgendwo anders hätte machen können. Vor rund 20 Jahren startete Martin Grubinger beim Musikfestival seine Erfolgsgeschichte. Von hier aus wurde der Österreicher zum international bekanntesten Schlagzeuger und begeisterte Menschenmassen mit moderner Musik, die sie noch nie gehört hatten. Dass er jetzt mit 40 Jahren sein letztes Konzert spielen würde, um anschließend Geschichte zu studieren, hatte Grubinger lange angekündigt. Es wird sehr emotional und nach, ich glaube, 70, 80 Konzerten hier beim SHMF wird es das allerletzte und wir sind hier ausverkauft in der Arena des THW Kiel. Ich meine, was gibt Schöneres? Und das ist sie, die Fangemeinde, die Martin Grubinger sich mit seiner unermüdlichen Energie erarbeitet hat. 60.000. Er wird definitiv kein Konzert mehr spielen, sagt Grubinger. Aber wiederkommen will er schon. Ich werde mit meiner Frau hier durchs Lande radeln, wir werden uns diverse Konzerte anhören, wir werden uns um 19.28 Uhr in den Saal reinschleichen und Musik genießen, ohne den Stress zu haben, eingespielt zu sein und vorbereitet zu sein und alles vorbereitet zu haben, sondern einfach nur Musik zu genießen. Auf das freue ich mich sehr. Also ich bleibe dem Festival erhalten, aber ich wechsle auf die andere Seite von der Bühne ins Publikum.